Also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Hallo, mein Name ist Madeleine Fellauer. Ich kandidiere in Stuttgart, Wahlkreis 4, für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, weil ich denke, dass wir hier in Baden-Württemberg einen riesen Paukenschlag setzen können, nicht nur für die Weiterentwicklung in Deutschland, sondern für die ganze Welt eigentlich. Jetzt, wo das potenzieller Frieden in den Nahostländern durch das Friedensabkommen über Syrien in greifbarer Nähe ist, müssen wir wirklich sofort mit einem Programm zum Wirtschaftswiederaufbau dies abverfolgen. Und das ist, heißt, dass die Initiative von China mit der neuen Seidenstraße die Maßnahme ist, die jetzt sofort umgesetzt werden muss. Das heißt, dass man in Syrien sofort mit Aufbaumaßnahmen anfängt, aber auch in den angrenzenden Ländern, in allen Ländern, die halt vom Krieg über die letzten Jahre zerstört wurden. Und da ist Baden-Württemberg der ideale Partner für diese Zusammenarbeit, weil in Baden-Württemberg die ganze Debatte um, dass Baden-Württemberg als Industriestandort erhalten bleiben soll, das wird halt nur funktionieren durch einen paradigmatischen Wechsel. Das werden wir nicht schaffen mit der schwarzen Null, die Herr Schäuble vorschlägt oder was seine erklärte Politik ist. Und wir werden es auch nicht innerhalb des grünen Paradigmas schaffen, weil beides sozusagen Deutschland als Industriestandort zerstört. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich hier ausgehend von Baden-Württemberg eine Zusammenarbeit mit China im Ausbau der neuen Seidenstraße, nicht nur für die Länder im Nahen Osten, sondern auch für Südeuropa, auch für Nordeuropa, für alle Menschen schaffen, damit man wirklich ein Paradigma schafft, was frei ist von einer Casino-Wirtschaft, die menschenfeindlich ist. Das heißt, dass Menschen in Umständen leben können, wo sie das machen können, was eigentlich ihre Natur ist, nämlich ihren Geist entwickeln, das Universum erforschen und einen Fortschritt voranzutreiben, den wir als Gesellschaft wirklich dringend brauchen, über die letzten Jahre eigentlich des Rückschritts und der Dekadenz. Und da ist, wie gesagt, Baden-Württemberg prädestiniert in historischer Hinsicht, in industrieller Hinsicht und auch in kultureller Hinsicht. Und deshalb machen wir die Kampagne hier in Baden-Württemberg als Speerspitze für ganz Deutschland. Und wählen Sie die Büso am 13. März in den Landtag von Baden-Württemberg. Danke.